Es heißt Grappeln und Vollsauen. Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin wieder mal unterwegs und zwar wieder mal mit dem Tiroler. Und ihr seht es da schon hinter mir, den Pecherpfad. Da werden wir jetzt dann gleich einbiegen. Wir sind hier in der Nähe von Liobersdorf unterwegs in Niederösterreich. Und wir sind auf der Suche eigentlich nach einem Lost Place, der sehr vielversprechend war. Und danach wird es auch noch mal einen Overnighter geben. Ihr seht es auch im Hintergrund überall den Schnee. Es ist auch jetzt noch ziemlich kalt. Wir haben ziemlich genau 0 Grad aktuell. Das heißt, es wird so richtig schön eisig in der Nacht. Wir schätzen so minus 4, minus 5 in etwa werden wir kriegen. Ja, wir sind aber natürlich ausgerüstet, wir haben die ganzen Sachen jetzt aber fürs Lager noch nicht mit. Das ist alles noch im Auto, weil wir wollen jetzt erstmal noch den Lost Place machen und dann werden wir uns einen schönen Platz suchen für die Übernachtung. Aber jetzt geht's erstmal in den Wald und auf die Suche nach ein paar Geocaches. Da seht ihr jetzt, warum das Pecherpfad heißt. Hier hat man nämlich aus den Kiefern, oder bei uns Föhren genannt, das Harz gewonnen. Das ist dann hier, also man hat die Rinde aufgeschnitten und das Holz eingekerbt. Und dann ist das Harz hier herunter geronnen, hier in diesen Topf hinein. Hier hat man das Harz dann gesammelt. Und das ist dann weiterverarbeitet worden. Und es war ein sehr wichtiges Handwerk. Und man hat hier bei uns in Niederösterreich etwa im 17. Jahrhundert damit angefangen, hier eben das Pech oder das Harz zu gewinnen. Ja Leute, wir haben den ersten Teil der Anlage gefunden und bevor wir jetzt reingehen, noch kurz ein paar Infos. Also wir sind hier unterwegs auf einem Lost Place aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Ganze ist eine Art Bunkeranlage oder irgendwas in die Richtung, auf jeden Fall eine militärische Anlage. Es gibt hier auch ein Stück weiter noch ein Munitionslager des österreichischen Bundesheeres, was bis vor kurzer Zeit noch aktiv war. Aber diese Anlage hier stammt tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg noch und hier wurde
Munition für die Luftwaffe ausgegeben, weil hier in der Gegend einige Munitionsfabriken und andere sogenannte kriegswichtige Industrien waren. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, der Tiroler hat unten ein Loch gefunden. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir da reinkommen. Und jetzt heißt es mal Helm raus, Lampe rauf und dann schauen wir mal. Ja, der erste Ausflug war doch schon mal ganz spannend. Wir haben mal ein paar coole Sachen gesehen, obwohl das eigentlich noch gar nicht die Location ist, wo wir final dann eigentlich noch hinwollen. Aber ich denke, hier auf dem Weg entlang werden durchaus noch einige mehrere Gebäude sein und alte verfallene Anlagen. Weiter geht's. Wir haben hier die nächste Anlage und wir öffnen jetzt einmal ganz kurz in den Blick hinein. Ihr seht, da geht es deutlich weiter als vorhin. Der Tiroler ist jetzt gerade noch unterwegs. Schaut dann nochmal ums Gebäude rundherum. Und dann schauen wir mal, wo wir reingehen. Da dürfte eigentlich ein Bereich gehen. Ja. So, da haben wir jetzt mal wieder einen Gang durch. Da haben wir dann noch ein paar Nebenräume. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Gang vor. Und davon haben wir gleich ein bisschen besser in die Räume reingesehen. Und rollen das dann von hinten durch auf. So, dann schauen wir da mal rein. Oh ja, da gibt es noch einige Räume, die es zu erkunden gilt. Das waren sicher irgendwelche Lagerräume. Das ist ein bisschen Schiss, was Spinnen betrifft. Wow. Na, Overnight hat mir Spaß. Aber da erinnere ich weiß vom Dings her, gell? Temperaturmäßig her. Temperaturmäßig ist es deutlich wärmer. Müsste man sich nach 10 Minuten schon die Jacken ausziehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber natürlich, da werden wir nichts mit Feuer machen. Ja. Und ich glaube, dass die Luft auch recht schnell recht stickig wird da drinnen. Aber auf jeden Fall eine saugeile Location. Oh mein Gott. Dezente Müllhalde. Weinflaschen, Bierflaschen. Also offensichtlich bei der örtlichen Dorfjugend bekannt. Ob das da original war, ich wage es zu bezweifeln. Und kochen können wir auch. Alter Ofen. Ja.
So. Dann gehen wir mal zu der nächsten Reihe. Diese Räume. Dann können wir uns jetzt die Kletterei sparen. Wenn wir wollen, dann können wir unten durch. Scheint zwar ziemlich leer zu sein, aber schon krass. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze hier irgendwie eine militärische Versorgungseinrichtung war, könnten das schon durchaus Munitionsbunker gewesen sein. Früheren Zeiten einmal. Also vor allem die großen Räume. Was haben wir da? Steht noch irgendwas drauf? Fuha Gesellschaft. Medien aus. Was das sein könnte? Oder was das war? Steht da noch? Cockpit. Cockpit Table. Cockpit Tisch? Okay. Also. Cockpit. Ablage. Es muss aus irgendeinem Fahrzeug sein, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, eventuell vom Zug die alten Rückenlehnen. Da gab es nämlich früher die mit den Aschenbecher drin. Das kann sein. Das hätte auch so ziemlich die Form. Ja. Gell? Ist möglich. Aber die gibt es ja mittlerweile, schon seit 10, 15 Jahren oder so. Ist ja, wenn sogar länger, im Zug Rauchverbot. Da ist sogar noch ein Teil von der Schalung erhalten. Hier herum. Wie lange genau soll man dann hier den Beton zu gießen? Vermutlich auch mit Zwangsarbeitern, aber das lässt sich heute nicht mehr feststellen oder zumindest habe ich nicht mehr herausfinden können. Aber ihr seht es auch an der Decke, überall diese Linien, was auch von der Schalung herkommt, was natürlich früher, in der Zeit, wo das gebaut worden ist, Holzplanken waren, nicht die Schalungsplatten, die man heute verwendet. Aber schon echt eine krasse Location da. An der Oberfläche ist ja nicht mehr viel erhalten. Nur ein paar Grundmauern und die Platte, auf der wahrscheinlich irgendwann mal Baracken gestanden sind. Ich schätze mal aus Holz. Ich glaube nicht, dass der Mauerwerk aufgeschichtet war. Ja, weiter geht's. Ja Leute, wir sind jetzt hier an der nächsten Anlage und schaut mal, wie tief da der Tiroler schon unten ist und wie klein der im Vergleich zu den Mauern ist. Also da ging es richtig weit runter. Also ich denke, das war eines von den Hauptgebäuden, eventuell Verwaltung oder irgendwas Versorgungsmäßiges.
Ich denke, die beiden Gebäude vorher waren irgendwelche Baracken, irgendwelche Wohnbaracken. Aber jetzt müssen wir da erstmal runterkommen und das werden wir da durch diesen Schacht hier tun. Da runter. Nehme ich das einfach mal mit. Müssen wir hier aufpassen, weil es da ziemlich schräg runter geht, wenn ihr das anschaut. Hier mache ich erstmal auf diesen Absatz. Diesen schmalen, der da ist. Und jetzt hier unten durch. Nach unten. Und jetzt sind wir hier mitten in dieser Anlage herinnen. Coole Sache. Wahnsinn, Leute, oder? Ja, wenn man denkt, wie alt das ist. Das ist mehr als 75 Jahre alt. Wahnsinn. Und es steht immer noch, ja? Irre. Aber ihr seht auch, hier sehr schön, wie viel Stahl da drinnen ist, wie viel wie das armiert ist. Irre. Wahnsinn. Da ist noch eine Tür. Also das waren sicher irgendwelche Lagerräume, die man genutzt hat. Da war wahrscheinlich nochmal irgendwo ein Boden eingezogen. Also hier auf dem Niveau war sicher irgendwo im Boden und drunter dann die Fundamente, die man dann noch hier nochmal sieht. Eins, was man sieht, ist, man sieht an dem Beispiel das Metall. Das ist hier schon korrodiert bis zum geht nicht mehr. Teilweise auch schon gebrochen. Aber die kunststoffummantelten Drähte hier wie neu. Und genau deswegen sollte man auch keinen Kunststoff in die Natur werfen, weil der bleibt dort für Jahrtausende. Also Leute, nehmt euren Müll mit heim und lagert ihn nicht einfach irgendwo im Waldgarten. Brutal, absolut brutal. Aber die Natur kämpft sich zurück, holt sich Stück für Stück das, was man weggenommen hat, wieder zurück. Und das ist gut so. Auf jeden Fall eine echt hammergeile Location mit extrem viel Geschichte. Vermutlich auch verbunden mit sehr viel unschöner Geschichte. Ja. Ja, das sieht man immer auch super genau. Oh ja. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, weil ich habe jetzt nur einen Handschuh gerade an. Aber heraußen. Aber heraußen. Krasse Sache. Ich zeige euch das nochmal von oben. Dass das hier eine echt abgefahrene Anlage ist. Wahnsinn. Ja Leute, wir sind jetzt am Lagerplatz angekommen. Haben jetzt ein schönes Plätzchen im Wald gefunden, was auch halbwegs eben ist. Und werden jetzt mal unser Lager vorbereiten. Und ich werde meine Hängematte aufhängen. Der Tiroler wird sich sein Lager am Boden aufschlagen. Und der Tiroler hat dann auch noch vor, seinen kleinen Livestream vielleicht zu machen. Da werdet ihr uns dann vielleicht auch noch sehen. Und ja, ich würde sagen, wir bereiten jetzt mal das Lager soweit vor und dann wird es irgendwann noch mal ein bisschen was zum Abendessen geben. Aber jetzt wird mal aufgebaut.
Ja, Leute, ich habe jetzt mein Schlafsitz soweit aufgebaut, meine Hängematte darin, meine Isomatte und mein Defense 4 Schlafsack. Das sollte auch für die Minustemperaturen heute ganz gut funktionieren. Einzig die Isomatte ist wahrscheinlich etwas grenzwertig. Da könnte es knapp werden. Aber sollte im Großen und Ganzen bei den Temperaturen eigentlich funktionieren. Ja, dann schauen wir mal weiter durchs Lager. Wir haben hier schon mal ein wenig Feuerholz gesammelt. Und da herunten hat der Tiroler sein Lager mit einer Mischung aus Reisig und Isomatte und dann sein Schlafsack drüber. So, der Tiroler hat mal hier ein kleines Feuer entzündet. Wir haben allerdings jetzt hier nicht auf Buschkrafttechniken zurückgegriffen, sondern zu kalt. Ja, und auch schon ein bisschen zu spät, sondern wir haben einfach einen kleinen Spirituswürfel, also Trockenspiritus hineingetan und angezündet. Ja, und sobald es dann die kleinen Äste hier Feuer gefangen haben, werden wir dann anfangen, ein bisschen nachzulegen. So Leute, ich bin in der Hängematte, wie ihr sehen könnt, in meinem Schlafsack. Und zeige ich das jetzt auch nochmal ganz kurz. Und ja, wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt wirklich ist, aber ich schätze mal so irgendwas um 10 herum. Und ja, es frischt jetzt auf, es wird kühler. Aber ich denke, mit dem Schlafsystem, was ich hier habe, sollte ich ganz gut durchkommen. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hell ist. Bis dahin, Leute. Guten Morgen, Leute. Es ist kurz nach 7 Uhr. Und der Tag dämmert. Jetzt ist es noch nicht allzu viel Licht, aber es wird. Die Nacht, ja, war ganz gut. Die Isomatte war definitiv an der Grenze, wie erwartet. Sie ist auch für die Hängematte etwas zu schmal. Es ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Aber ja, mal schauen, was ich mir da zulegen werde als Alternative für den Winter. Werde ich sicher was finden. Ansonsten Schlafsack super warm. Auch die Füße, das Gewand hat super warm gehalten. Alle spitze. Obwohl es wirklich ziemlich eisig war heute in der Nacht. Ich war natürlich ein paar Mal munter. Ja. Aber jetzt stehe ich erstmal auf und schaue, dass ich ein Frühstück krieg. Und dann, ja, werden wir schauen, was wir heute noch machen. Bis später.
So, ich bin wieder daheim angekommen, habe den Tiroler bei der U-Bahn abgesetzt, dass er auch heimkommt. Und ja, jetzt geht es noch ans Sachen auspacken, trocknen, Wäsche waschen und so weiter. Die Nachbereitungen, die zu einer Tour halt dazugehören. Aber ich muss sagen, es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Es war richtig, richtig cool. Der Lost Place zuerst und dann auch die Übernachtung. War wieder ein richtig cooles Abenteuer. Und vielen Dank nochmal an den Tiroler fürs Mitkommen. Und schaut bitte auch auf seinem Kanal vorbei. Schaut euch sein Video von dieser Tour an. Ein bisschen andere Eindrücke, ein bisschen andere Perspektiven. Ist sicherlich auch spannend und interessant für euch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und wie gesagt, schaut auch beim Tiroler vorbei. Es lohnt sich. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt bei der Tour wie ich und wie der Tiroler. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.